Also bevor ich mit dem Unterricht beginne, bitte ich die unter euch, die heute Nachmittag an dem Spiel teilnehmen, ihre Kleider nach dem Mittagessen unverzüglich auf den unteren Haken zu hängen. Bevor ihr eure Briefe nach Hause schreibt, falls ihr nicht die Haare geschnitten bekommt. Außer ihr habt einen jüngeren Bruder, der zum Wochenende als Gast eines anderen Jungen ausgeht, welchenfalls ihr seine Notiz abholt. Ihr steckt sie in euren Brief, nachdem ihr die Haare geschnitten bekommen habt und sorgt dafür, dass er für euch die Kleidung auf den unteren Haken hängt. Also... Sir. Ja, Weimar? Mein jüngerer Bruder geht dieses Wochenende mit Dibble aus, Sir, aber ich kriege meine Haare heute nicht geschnitten, Sir, also muss ich meine Kleidung runterhängen, oder? Ich wünschte, du würdest mir zuhören. Es ist doch wirklich ganz einfach. Wenn du deine Haare nicht geschnitten bekommst, dann brauchst du die Kleidung deines Bruders nicht auf den unteren Haken zu hängen. Du holst dann seinen Zettel einfach vor dem Mittagessen ab, nachdem du deine Bibelvorbereitung gemacht hast. Wenn du deinen Brief nach Hause vor der Ruhezeit geschrieben hast, hängst du deine Kleider auf den unteren Haken, dann begrüßt du die Besucher und meldest Mr. Winey, dass deine Notiz abgezeichnet wurde.